Willkommen zu Raum mit Wirkung, Lernraumplanung trifft Partizipation von Inga Bertz. Und ich würde jetzt an die Speakerin übergeben und wünsche Ihnen eine schöne Session. Ja, vielen Dank. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Ich spreche heute über das Thema Lernraumplanung und Partizipation. Der Vortrag heißt Raum mit Wirkung. Das heißt, es geht einmal um die Wirkung, die Räume haben auf das, was in ihnen passiert, aber es geht eben auch um das Thema Mitwirkung an der Lernraumplanung. Vielleicht einmal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Und zwar bin ich beschäftigt beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung. Einige von Ihnen werden uns sicher kennen. Uns gibt es seit 1981, damals noch Abteilung der HIS GmbH. Und ausgegründet wurden wir als eigenständiges Institut 2015. Wir sind gemeinnützig, wir sind ein Verein und die Bundesländer sind die Vereinsmitglieder. Und wir sind forschungsbasiert und ein unabhängiges Kompetenzzentrum mit Sitz in Hannover, sind aber bundesweit tätig für alle Hochschulen, Forschungszentren und Wissenschaftsministerien. Und wir gliedern uns in drei Geschäftsbereiche, einmal in den Bereich bauliche Hochschulentwicklung, das ist der Bereich, in dem ich tätig bin. Und dann haben wir auch noch die Bereiche Hochschulmanagement und Hochschulinfrastruktur. Und in den drei Bereichen behandeln wir Fragen der Hochschulentwicklung und wir beraten Hochschulen zu Fragen der Organisation von Forschung und Lehre und machen aber eben auch Serviceleistungen für Ministerien und Hochschulen und Forschungseinreichungen, zum Beispiel Bedarfsplanung, Campusentwicklung, Organisations- und Strategieberatung und eben auch Beratung zu dem Thema Lehr-, Lern- und Arbeitswelten. Ja, und da sind wir auch schon mittendrin. Wie eben angekündigt, würde ich heute gerne Ihnen ein bisschen was aus unseren praktischen Projekten erzählen, und zwar aus dem Thema, zum Thema Lernraumplanung und Partizipation. Jetzt sehe ich gerade, es sind ja doch schon alle Punkte eingeblendet. Ich hatte die eigentlich als einzelne Einblendung geplant, aber gut, legen wir los. Es geht darum, dass eben für viele Hochschulen das Thema Lernraumplanung in vielen Punkten eine Herausforderung sein kann. Einerseits sind Hochschulen ja immer im Zugzwang, attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben im Vergleich mit anderen Hochschulen, vor allen Dingen auch mit privaten. Und es geht aber auch um das Thema effizienter und zielgerichteter Umgang mit Flächen und Räumen. Wir haben die Klima- und Energiekrise, die uns da sozusagen als externer Faktor im Nacken sitzt. Wir haben die Einsparverordnung der Bundesländer, die eben auch dazu beitragen, dass der Umgang mit Flächen und Räumen effizienter ablaufen soll in Zukunft. Ja, und wir haben natürlich dann viele Bestandsgebäude an den Hochschulen, die eben diese neuen Anforderungen, die durch veränderte Lehr- und Lernformen entstehen und zum Beispiel digitale, hybride Lehre, Projektorientierung in der Lehre, eben auch angepasst werden müssen. Und ja, ganz sicher ist aber auch noch gar nicht, wo geht die Reise hin. Wir haben veränderte Bedarfe, quantitativer Art, aber auch qualitativer Art. Was zeichnet sich dafür die Zukunft ab? Wie viel Projektorientierung werden wir in Zukunft haben? Wie wirkt sich Digitalisierung auf die räumliche Struktur aus, auf die Nutzung des Campus aus? Und dann haben wir eben auch noch eine Herausforderung, dass viele Nutzerinnen und Nutzer und PlanerInnen in der Reflexion und in der Wechselwirkung von Raum und Lehre eher ungeübt sind. Also viele machen sich gar keine Gedanken darüber, wie Raum und Lehre lernen zusammenhängen können, sondern es ist eben der gebaute Raum da und in diesem gebauten Raum wird die Lehre vollführt und es muss erstmal so eine Art Sensitivität, Raumkompetenz entwickelt werden, um das überhaupt zu erkennen und eben die Möglichkeit auch zu eröffnen, da tätig zu werden. Und dann haben wir natürlich das Thema Partizipation, dass eben eigentlich alle Stakeholder beteiligt werden sollen, weil die, jetzt habe ich gerade einen, irgendwer hat das Mikro an im Hintergrund. Okay, ich mache mal weiter, wenn Sie bitte alle. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Also es gab gerade eine Steuerung im Hintergrund. So, also wir haben das Thema Partizipation. Das heißt, wir sind eng am Bedarf dran, wenn wir Stakeholder einbeziehen. Aber es ist die Frage, wie beziehen wir sie ein? Wie kommen wir da in eine Umsetzung? Und ja, wie gehen wir vor in solchen Lernraumprojekten in der Planung? Also zunächst machen wir es so, dass wir uns erstmal anschauen, was ist überhaupt an
Unterlagen, an Materialien da? Wie ist das Thema aufgestellt an der Hochschule? Das heißt, wir sichten vorhandene Untersuchungen und Materialien. Wir schauen uns an, welche Initiativen und Ergebnisse es zu der Thematik gibt. Also gibt es Arbeitsgruppen? Zum Beispiel haben wir hier im Rahmen des University Future Festivals ja schon sehr viel von den Digital Changemakern gehört. Da gibt es häufig Initiativen an den Hochschulen, die ähnlich aufgestellt sind. Oder auch eben Peer-to-Peer-Beratung mit dem Hochschulforum Digitalisierung. Also was ist da an Vorarbeiten und Arbeitsgruppen? Und dann schauen wir uns an, welche Vereinbarungen und Strategien liegen an der Hochschule vor. Das heißt, gibt es eine Digitalisierungsstrategie? Wie sieht die aus? Was steht da drin? Sind da auch Räume mit beinhaltet? In welche Richtung geht die Lehre? Gibt es eine Lehr-Lern-Strategie? In welche Richtung bewegt sich das? Und wir beziehen das Selbstbild der Hochschule ein. Möchte die Hochschule, oder versteht die Hochschule sich selber als Präsenzhochschule oder versteht sie sich als international ausgerichtete Hochschule, sodass es auch sehr wichtig ist, dass Leute von extern auch zugreifen und aktiv an den Veranstaltungen teilnehmen können. Und dann haben wir natürlich immer auch den Blick auf der Frage, welche Rolle nimmt der physische Campus ein? Also wenn die Hochschule sich als Präsenzhochschule versteht, wie gestaltet sie das Leben sozusagen auf dem physischen Campus und auch die Frage, wie ist die Hochschule überhaupt strukturiert? Ist es eine Campus-Universität, die außerhalb einer Stadt zum Beispiel liegt, irgendwo auf einem Hügel, oder ist es eine innerstädtische Universität, die aber an sehr vielen Standorten verteilt ist? Auch das spielt alles einfach eine Rolle für die Frage, wie findet Lehre Lernen in Zukunft an der Hochschule statt und welche räumlichen Strukturen brauchen wir dafür? Ja, dann, wenn wir das gemacht haben und uns einen guten Überblick verschafft haben und eben einmal alles gesichtet haben, dann gehen wir in die praktische Lernraumplanung. Und da ist es eben wichtig, dass wir fachkulturen hierarchieübergreifend arbeiten und eben viele an diesem Thema beteiligen, weil das Thema Lernräume ganz viele Stakeholder angeht. Das sind neben Lehrenden und Studierenden auch Mitarbeitende der Bauabteilung, das sind Didaktikerinnen, das sind Architekten, das sind TechnikerInnen. Also da gibt es wirklich viele, die irgendwo alle an diesem Thema Lehr-Lernraumplanung, Lehr-Lernraumnutzung und Bespielung beteiligt sind. Und da geht es einfach darum, eben jede Perspektive auch einzubeziehen, um zu einer möglichst runden und guten Lösung zu kommen. Und das machen wir über Workshops. Wir haben zum Beispiel in einem Beratungsprojekt eine Zukunftsvision des Lehrens und Lernens, des Lernens und Arbeitens vor Ort entwickelt. Das heißt, wir haben uns gefragt, wie soll eigentlich in Zukunft Lehre, Lernen, Arbeiten idealerweise an der Hochschule vor Ort auf dem Campus aussehen? Und welche Rolle nimmt dieser physische Ort Hochschule in diesem Zusammenhang dann auch in Zukunft ein? Und dann haben wir noch andere Sachen gemacht. Also es ist immer, wenn wir so einen Workshop machen, immer so eine Zusammenstellung verschiedener Methoden und verschiedener Ergebnisse, die dann am Ende zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden. Wir haben dann zum Beispiel auch mal so eine Art Customer Journey gemacht. Wir haben die NutzerInnen oder die Workshop-TeilnehmerInnen auf eine virtuelle Reise oder eine imaginäre Reise über den Campus geschickt und einfach mal so einen Tag simuliert. Wie sieht euer Tag eigentlich aus, wenn ihr den Campus nutzt? Von Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Wann seid ihr da? Wie lange seid ihr da? Welche Orte nutzt ihr? Wofür nutzt ihr die Orte? Was macht ihr an den Orten? Kommt ihr mit Leuten zusammen? Lernt ihr? Seid ihr in einer Veranstaltung? Um nochmal eine Idee davon zu kriegen, wie wird eigentlich dieser Campus genutzt und wie sind die räumlichen Beziehungen untereinander auch. Und da haben wir eben dann so eine Übersicht gewonnen und sind dann als weiterer Baustein in eine Gruppenarbeit gegangen und haben da auch nochmal in Kleingruppen gefragt, welche Rolle die digitale und hybride Lehre aus Sicht dieser Kleingruppen, die interdisziplinär zusammengesetzt waren. Also wir haben immer geguckt, dass wir da eine gute Mischung der verschiedenen Stakeholder haben, damit man auch in die Diskussion kommt. Welche Rolle spielt die digitale und hybride Lehre aus eurer Perspektive in Zukunft? Und dann haben wir gefragt, was funktioniert gut? Was mögt ihr an eurem Campus, was mögt ihr an eurer Hochschule, was soll bleiben, aber auch was funktioniert nicht, was kann weg, was brauchen wir in Zukunft nicht mehr oder eben dann auch was fehlt, was hättet ihr gerne, um so eine Art Bestandsaufnahme mal zu machen. Dann haben wir gefragt, wo ergeben sich Synergien zwischen Fachkulturen, zwischen Fachbereichen untereinander, vielleicht auch, die man auf den ersten Blick gar nicht
sieht, aber wo man doch mit ein bisschen Nachdenken dahinter kommt, Mensch, wir könnten uns tatsächlich auch mal einen Raum teilen. Wir haben zum Beispiel beide Fachrichtungen haben kreative Anteile und da ergibt sich eben über dieses Element der Kreativität zum Beispiel eine Synergie, wo man dann vielleicht sogar zusammenarbeiten könnte. Dann eben die Frage, wie sieht die Lehre in Zukunft insgesamt aus? Also wie viel Projektorientierung wird wohl in Zukunft wahrscheinlich gemacht? Wird es noch Frontallehre geben oder nicht mehr? Also es ist ja auch mal fächerabhängig tatsächlich, wie da die Fach- oder Fachrichtungen abhängig, eben wie man da aufgestellt ist. Und zum Schluss haben wir auch nochmal die Frage gestellt, welche Räume mit welchen Eigenschaften und Optionen für diese Zukunft zur Verfügung stehen sollten. Und dafür haben wir uns der Methode der Raumsteckbriefe und der Erstellung von Raumportfolios bedient. Ich werde Ihnen nachher nochmal so einen Raumsteckbrief zeigen. So ein Raumsteckbrief beinhaltet im Prinzip eine Information über einen Raum. Also haben wir hier zum Beispiel einen Mixed Practice Room, wo eben Frontalunterricht, aber auch Kleingruppenunterricht gemacht werden kann. Und wir haben Raumsteckbriefe, wo eben dieser Charakter des Raums dargestellt ist, die Möglichkeiten dargestellt sind, was man dort in diesem Raum machen kann, wie viel Fläche man eben pro Sitzplatz dafür benötigt, welche Technik, welche Ausstattung man dafür benötigt. Und wir haben auch noch zusätzlich zu diesen Raumsteckbriefen Beispielfotos angefügt und haben mit diesen ganzen verschiedenen Raumtypen eine Art Gallery Walk gemacht. Das heißt, wir haben das an Pinnwänden aufgehangen, sind von Raum zu Raum gegangen und haben eben jeweils die Qualität des Raums erläutert, was man da machen kann. Und dann waren die Workshop-Teilnehmenden eingeladen, ebenfalls wieder an Kleingruppen, sich individuell ein Raumportfolio zusammenzustellen. Also sich verschiedene Raumsteckbriefe zu nehmen, zusammenzustellen, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, wir können in Zukunft diese Räume gebrauchen und jene Räume gebrauchen, aber sogar vielleicht auch nochmal eine Gewichtung, wie viele von welchen Räumen brauchen wir oder wie interagieren die Räume untereinander oder wo können wir uns Synergien vorstellen. Und so haben wir dann eben vier Raumportfolios bekommen. Das ist jetzt, die Grafik ist ein Beispiel, ein Auszug aus einem Projekt und da sehen Sie, dass zum Beispiel der Flexible Learning Room von allen vier Gruppen gewählt wurde oder auch das Learning Café und dass es aber auch Raumtypen gibt, die vielleicht nicht so häufig gewählt wurden. Design Thinking wurde eben jetzt nur von zwei Gruppen gewählt, kann aber eben auch einfach daran liegen, dass die verschiedene Arbeitsweisen haben und verschiedene Hintergründe haben und dann eben mehr kreativ arbeiten als andere. Und dann haben wir diese Raumportfolios, die wir hatten und in Kleingruppen entwickelt haben, erstmal mit nach Hause genommen sozusagen, wir von HISAE als Berater mit ins Büro genommen und uns angeschaut und eben versucht, diese übereinander zu legen und zu gucken, wo es gibt Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede. Wir haben so ein bisschen kategorisiert auch nach Schwerpunkten, also eher nach kreativen nach Kreativität, nach kommunikativen Flächen, nach Flächen für Kollaboration oder für Stillarbeit und haben dann daraus Modelle entwickelt. Man kann das auch im Workshop machen. Hier haben wir ein Beispiel, wo wir es in einem Workshop gemacht haben. Da wurde dann sozusagen dieses Raumportfolio, was entwickelt wurde, direkt auch schon auf einem Grundriss verortet als Beispiel. Und hier haben wir es so gemacht, dass wir diesen Grundriss mit den Verortungen der verschiedenen Raumtypen dann mit ins Büro genommen haben und dann eben uns diese zwei Grundrisse, die insgesamt im Workshop entwickelt wurden, eben übereinander gelegt haben und geschaut haben, wie können wir den zu einem vereinen. Im Ergebnis steht eigentlich die Erkenntnis, dass Lernraumplanung ein iterativer Prozess ist und der Vorteil, den eben diese Arbeit mit Raumsteckbriefen und Raumportfolios hat, also da sehen Sie jetzt auf der linken Seite so einen Raumsteckbrief in sehr klein, aber so sah der jetzt bei uns aus, so haben wir ihn benutzt. Der Vorteil ist eigentlich, dass wenn die Hochschule diese Raumsteckbriefe und das Raumportfolio hat, dass es einerseits mit den NutzerInnen abgestimmt ist, dass alle beim Prozess dabei waren, das heißt, alle haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt und haben im Hinterkopf, worum es eigentlich geht. Und gerade weil Lehr-Lernraumplanung ja oder Lehr-Lernraumentwicklung eine dynamische Geschichte ist und sich da viel bewegt, besteht eben mit diesen Instrumenten die Möglichkeit, nochmal wieder gegenzusteuern und zu sagen, okay, wir haben das jetzt ausprobiert, das hat nicht so gut funktioniert, aber wir können einfach aus diesem Raumportfolio jetzt nochmal einen anderen Raumtyp rauswählen. Das Gute ist, die meisten sind eben in klassischen Raumstrukturen wie Hörsälen und Seminarräumen auch zu verwirklichen. Und dann wählen wir eben das Passende aus und versuchen es einfach nochmal mit einem anderen Modell. Und es ist aber trotzdem etwas Abgestimmtes und etwas, was eben gemeinschaftlich entwickelt wurde.
So, jetzt habe ich ganz viel über den Workshop gesprochen und überhaupt noch gar nicht über die Stakeholder-Einbindung. Und das ist aber auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und das möchte ich jetzt gerne einmal noch kurz anreißen in den verbleibenden 10 Minuten. Und zwar ist es so, dass wir festgestellt haben in unseren Workshops, dass doch es eine große Herausforderung ist, auch die Stakeholder anzusprechen und zu motivieren und mitzunehmen, weil einerseits wir ja in unseren Projekten für die Zukunft planen, das heißt gerade bei Neubauprojekten, die manchmal ja von Planung bis Umsetzung 10 Jahre sogar in Anspruch nehmen im Hochschulbau, viele Lernende von heute gar nicht mehr in der Hochschule sind und dann eben gar nicht die Motivation für sich selber sehen, sich da so zu engagieren. Und es ist natürlich auch so, dass wir eine enge Taktung im Lehr- und Forschungs- und Studienalltag und Arbeitsalltag haben und dass eben neben Veranstaltungen, Lehre, Lernen, Arbeiten wenig Zeit ist, überhaupt noch sich irgendwie zu engagieren darüber hinaus. Und dann haben wir, das ist noch nicht untersucht, aber es ist eine Rückmeldung, die wir aus den Hochschulen haben und das ist tatsächlich so ein Eindruck, dass seit Corona die Anwesenheit vor Ort sich auch ein bisschen verändert hat und wir eher eine punktuelle Anwesenheit haben. Das lässt sich so ein bisschen auch an der Essensbeteiligung in den Mensen ablesen. Das heißt, wir haben eher ganze Tage am Campus, aber dafür keine gleichmäßige Verteilung mehr auf die Woche. Mag nicht überall so sein, ist aber was wir eben teilweise mitbekommen haben. Also das könnte auch nochmal eine Schwierigkeit sein. Und dann haben wir die Herausforderung, dass eben diese fehlende Wahrnehmung da ist, wie bedeutsam die räumliche Umgebung für Lehre und Lernen da ist, sondern es ist eben dieser Eindruck, naja, die gebaute Umwelt ist eh da, das ist alles in Beton gegossen, kann man ja gar nichts verändern und das ist einfach so gegeben. Und auch eben der Selbstwert im Hinblick auf die Wirksamkeit, was kann ich denn jetzt schon beitragen hier als Studentin oder als Mitarbeitende bei diesem großen Konstrukt Hochschule überhaupt noch Veränderungen hervorzurufen. Dann haben wir auch die Herausforderung der gleichmäßigen Repräsentanz der Stakeholder. Also wir brauchen ja eine vernünftige Durchmischung, damit irgendwie alle einigermaßen repräsentiert sind und wir brauchen auch eine ausreichende Anzahl an Stakeholder für die Workshops. Und da ist es auch schwierig, wir haben in einigen Workshops Schwierigkeiten gehabt, Lehrende zu bekommen. Wir haben in einigen Workshops auch gehabt, Schwierigkeiten gehabt, Studierende zu bekommen. Und wir haben eben dann auch diese langen Planungshorizonte, die durch die Terminfindung entstehen. Das heißt, es zieht sich alles sehr, weil es eben auch schwierig ist, gemeinsame Termine zu finden. Wie lösen wir das? Wir haben einige Handlungsoptionen identifiziert, die teilweise auch schon erprobt sind und ganz gut funktionieren. Und zwar ist es das eine, die intensive Einbindung studentischer Initiativen auch über das Projekt hinaus. Ich hatte vorhin schon die Digital Changemaker angesprochen. Das heißt, es ist sinnvoll, eben eine permanente Diskussions- und Teilhabekultur zu pflegen und die Leute nicht nur punktuell einzubinden. Das transportiert eine ganz andere Wertschätzung auch bezieht eben die Meinung der Stakeholder tatsächlich besser ein, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eben immer repräsentiert sind und nicht nur zu bestimmten Themen gefragt werden. Dann bietet es sich an, das Ganze in Lehrveranstaltungen einzubinden, zum Beispiel im Rahmen der Didaktik oder im Rahmen der Planungswissenschaften, also Architektur oder sowas. Da gibt es Möglichkeiten, über kleine Projekte, über Credit Points Vergabe das Ganze einzubinden. Dann haben wir eine gute Erfahrung gemacht mit der Bereitstellung von Incentives, zum Beispiel Mensa-Gutschein für die Studierenden. Und es bietet sich natürlich auch an, eine intensive Werbung für das Projekt bei Lehrenden und Lernenden zu machen. Und da haben wir auch in einem Projekt festgestellt, dass eine direkte Ansprache durch die Hochschulleitung, in dem Fall war es die Vizepräsidentin Studium und Lehre, die Studierenden angeschrieben haben und eben um Mitwirkung bei dem Projekt geworben hat, Wertschätzung vermittelt und auch motiviert. Und das waren auch dann tatsächlich die Originalrückmeldungen, dass eben auch einige Studierende sich eben durch diese direkte Ansprache doch dann besser repräsentiert gefühlt haben. Und das hat sie motiviert, teilzunehmen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Raum als Thema in den Fokus zu rücken. Also nochmal wirklich auch zu verdeutlichen, warum wird das Thema überhaupt angegangen? Also was sind die Beweggründe? Wer hat was davon? Warum macht die Hochschule das? Für wen macht die Hochschule das? Und es ist natürlich immer gut, Good-Practice-Beispiele anzuführen und eben zu zeigen, was es schon alles gibt, wie das funktioniert.
Und dann bietet sich immer auch an, Pilotflächen einzurichten. Also man muss ja nicht immer gleich das ganze Gebäude oder die ganze Hochschule umkrempeln, sondern vielleicht erstmal eine kleine Testfläche und dann die Möglichkeit eröffnen, dass da vielleicht kleine Teams einziehen oder für ein Semester mal diese Fläche belegt wird. Und dann kann man das Ganze sogar evaluieren, in ein Projekt einbinden und dann kann im nächsten Semester jemand anders da einziehen. Und das spricht sich dann auch rum. Und wenn man darüber dann auch noch berichtet in der Campus-Zeitung oder im Newsletter oder so ähnlich, dann entwickelt sich da eben schon eine gute Dynamik. Und natürlich ist es sinnvoll, eben Beteiligung auf mehreren Ebenen zu ermöglichen. Das heißt, wir haben natürlich einerseits die Möglichkeit direkt im Workshop, so wie ich das jetzt vorhin beschrieben habe, was wir da für Elemente verwenden. Aber da wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit, jemanden extern zuzuschalten und eben anstatt mit Pinwänden mit einem digitalen Board zu arbeiten oder sowas, um dann eben diese räumliche Hürde aus dem Weg zu schaffen. Oder man könnte Fragebögen verschicken vorab oder parallel und könnte eben die Ergebnisse mit in den Workshop einbeziehen oder nebenbei auswerten und die Ergebnisse dann zum hinzuziehen für den Erkenntnisgewinn. Man könnte ein Themenportal einrichten, das über das Thema informiert, wo eben auch Möglichkeiten zur Beteiligung dann gegeben sind. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, noch die Leute irgendwie über ein Gewinnspiel oder einen Wettbewerb oder sowas ein bisschen einzuladen, aktiv zu werden. So, jetzt läuft mir die Zeit davon. Zwei Punkte habe ich noch und dann kommen wir zum Fazit. Also was noch wichtig ist, ist das Projekt tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Und zwar braucht man dafür eine verantwortliche Person, bei der alle Fäden zusammenlaufen und die das Projekt auch wirklich proaktiv vorantreibt. Wir haben das jetzt mal als RaummanagerIn betitelt, diese Position. Und diese Raummanagerin zum Beispiel dient als Anlaufstelle für Rückfragen und koordiniert auch den ganzen Prozess. Und vielleicht ist sie sogar Leiterin einer AG-Raum, die sich dann parallel zum Prozess immer wieder trifft und nachsteuert auf Basis von Raumportfolio und Raumsteckbriefen, die vielleicht kreativ und proaktiv dieses Thema weitertreibt. Und dazu braucht man aber eben eine Ausstattung mit zeitlichen und auch finanziellen Ressourcen. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch die Erkenntnis, dass die Gestaltung zukunftsfähiger Lehr- und Lern- und Arbeitsflächen neben der baulichen Struktur vor allem eine Frage der Ausstattung ist. Das hatte ich ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass nämlich die meisten Formate sich tatsächlich in klassischen Seminar- und Hörsaalstrukturen abbilden lassen und dass es im Wesentlichen Technik und Mobiliar und die Anordnung von Technik und Mobiliar sind und die Anwendung, die tatsächlich die Lehr- und Lernraumtypen voneinander unterscheidet. Dann kommen wir zum Fazit oder zur Zusammenfassung dessen, was ich jetzt gerade präsentiert habe, und zwar einfach nochmal zur Wiederholung, dass eben Lernraumplanung ein individueller und auch ein iterativer Prozess ist. Das heißt, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, sondern wir müssen eben auf interaktiver, kommunikativer Ebene eine Lösung finden, die allen Stakeholdern gerecht wird. Wir brauchen Flexibilität in der Raumstruktur. Wir müssen die Möglichkeit haben, auch nachzusteuern. Das ist auf jeden Fall einzukalkulieren. Und dann haben wir natürlich die vielen verschiedenen Stakeholder, die einzubeziehen sind. Das heißt, Lernräume sind nicht nur durch eine einzelne Gruppe wie Lehrende oder Studierende oder Gebäudemanagement zu planen, sondern eben und. Und natürlich ist die Etablierung einer eigenen Arbeitsgruppe sinnvoll, die das Ganze beteiligt. Und als letzten Punkt vielleicht noch, wir müssen Strukturen schaffen, die eben eine nachhaltige Verfolgung der Thematik ermöglichen. So, jetzt bin ich mit meinem Vortrag doch noch zeitgerecht fertig geworden. Eins möchte ich gerne noch, weil ich jetzt so viel über Lernraumplanung gesprochen habe. Wir haben natürlich auch die gleichen Umwälzungen, vielleicht nicht so rasant, aber doch in ähnlichem Maße im Bereich der Arbeitsflächen an Hochschulen, im Bereich der Büroarbeit. Da ist sogar der Druck noch größer, weil die Einsparverordnung der Länder an vielen Hochschulen die Verwaltungsflächen mit einbeziehen. Und jetzt mache ich noch einmal Werbung in eigener Sache. Wir machen am 30.10. nämlich genau zu diesem Thema Homeoffice, Hochschulbau, Herausforderungen und Chancen nochmal eine Veranstaltung, ein digitales Forum Hochschulbau. Da können Sie sich gerne auf unserer Website oder über LinkedIn mit uns verlinken, zusammenschalten und informieren. Und damit beende ich meinen Vortrag und bin gerne offen für Fragen und stehe auch gleich am Netzwerktisch noch zur Verfügung.